오빤 강남 스타일. 강남 스타일. Wo wir jetzt auf das Thema kommen, beim letzten Video, da habe ich den Miam Miam Song gehabt im Video und irgendwer hat mir geschrieben, wie das Lil heißt, weil das hört sich einfach gut an. Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht, habe ich gesagt, okay, ja, ich kann dir das gern sagen. Und dann habe ich mir selber mal das Video angeschaut und jetzt muss ich eigentlich dazu sagen, das Lil ist nicht einmal so schlecht. Aber ich muss euch dazu sagen, das Video ist auch ein bisschen crazy. Die Mutter in dem Video, die tanzt irgendwie urarg. Aber ich habe eigentlich generell nichts zur Musik, weil ich tanze eigentlich zu jeder Musik, egal was für eine Richtung. Ja gut, aber wenn wir schon so viel rennen, dann können wir das auch ein bisschen actionreicher untermalen. Weil mir das dann auch dazu eingefallen ist, viele wollten auch, dass ich mal den Chicken Dance Song im Video mache. Und der Chicken Dance, ich habe sogar extra ein Tutorial angeschaut, wie der zum Tanzen geht. Aber schaut selber. Ich dachte eher die Techno-Version. Es gibt sogar eine chinesische Version von dem Chicken Dance. Das Lied verfolgt mich sogar im Schlaf. Und wenn du es glaubst, es ist so wie im Fernsehen, dass alle gleich aktiv mitmachen müssen. Na. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Scherz, das war nur einer vorangereift mit einer Maske. Aber ich hab, wenn ihr euch den einmal genauer angeschaut habt, dann, egal wo ihr hingeschaut habt, man hat sich immer beobachtet gefühlt von dieser Maske. Die hat irgendwie so eine Art hypnotischen Touch. Ben, tanz den Limbo, tanz den Limbo. Muss Limbo tanzen. Ben, was machst du, wenn du alleine zu Hause bist? Ben, was ist eigentlich deine Lieblingsmusik? Also ich muss dazu sagen, ich höre wirklich nur ganz männliche Musik. Ja, also man kann sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker. Ich habe da aber jetzt nicht wirklich eine Biersorten, die was ich als Favorit aussehe. Ich meine, meistens sieht man mit einem Buntigammer da stehen. Miteinander lustig zusammen, wir und unser Buntigammer. Ben, wie sieht deine Hymne für die EM 2016 aus? 22 Spieler, die was am Ball noch rennen. So einen Ball gibt's in jedem Sportgeschäft, in jedem Sportgeschäft. Bei Amazon für 16,90 €. So einen Ball gibt's in jedem Sportgeschäft. Jetzt sage ich mal, wie der Tapste Bauschat beim Schnöndil. Ich glaube, ich habe meine Nase gebrochen. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Und nicht vergessen, it's time to be socially. Bye!